Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal am zweiten Weihnachtstag 2023. Ich habe gerade überlegt, wir haben 9, wir brauchen noch 6 Touren, ob wir heute nicht einfach mal 6 Touren machen und morgen dann nochmal 6, das ist dann zwar schon der 27., aber dann wären wir soweit durch oder mal schauen oder heute 3 und die nächsten 3 Tage. Warte mal, heute haben wir den 26. dann, gell? 27, 28, 29, genau, bis Silvester dann jeweils eine noch. Das könnte man natürlich machen. Das heißt, ich muss mal eben gucken, wo hier der Trigger ist. Genau. Dann nehmen wir nämlich eine von hier aus mit, fahren eine wieder zurück und holen dann eine neue wieder her. So hatte ich mir das Ganze geplant. Dann haben wir am zweiten Weihnachtstag noch eine etwas größere Folge. Und ja, und so passt das. Genau, externe Aufträge. Und zwar, was haben wir denn von hier aus noch? Noch Lublin. Oh, noch Salzburg, Marburg. Und es ist ja eigentlich jetzt völlig egal, wo wir hinfahren. Oh, hier, wir fahren hier hin, oder? Genau, das machen wir mal. Können wir ja Auftrag ausführen. So. Dann haben wir Tour 1, Tour 2, Tour 3. Genau, 1 hin, Tour 2 wieder zurück. Was soll ich denn damit? Wüsste, wo der Auflieger ist. Da. So, jetzt müssen wir das Portal wählen, durch welches wir wollen. Wir wählen das da. Spielt jetzt ja keine Rolle. Wir haben ja hier alles aufgedeckt. Von der Seite her. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen Balkontür aufgemacht. Kerle, eben Heizung hat nicht durchgeheizt. Es blieb gerade ein kalt. Jetzt ist es zu warm. Jetzt lässt du wieder Luft rein. Das ist unglaublich. Aber ich hatte hier noch auf so ein Highlight oder so. Warum ist der im N-Gang? Funktioniert auch was nicht richtig, wa? So. Mau das heute mal fertig. Ich habe heute gar nichts, worüber ich mich aufregen kann oder so. Ja, doch, fällt mir ja doch was ein. Ich meine, wir haben ja heute den 18.12. ist Tag der Aufnahme, also bis ihr das seht, ist es noch lange hin. Dann sind natürlich die Themen, die ich heute anspreche, schon lang wieder vergeben und vergessen. Ne? Ach so, ist es nicht toll, dass diese E-Auto-Prämie jetzt weggefallen ist? Ich meine, ich kann mir eh keinen leisten, mal davon ab, aber die Leute, die sich aufgrund der Prämie einbestellt haben, die sind jetzt gearscht. Also das heißt, der Staat im Grunde genommen hat euch dann, wenn ihr so ein Auto bestellt habt, unter euer Geld betrogen. Weil es gilt ja, wie war das, Tag der Anmeldung, nicht der Bestellung. Wenn die nicht schnell genug geliefert werden können, dann hast du jetzt das Nachsehen, wenn du den Fahrzeugbrief nicht hast. Ist toll, ne? Also ganz ehrlich, wenn man sich so diese Umfragen anschaut, man kann nicht nachvollziehen, welche Idioten noch grün oder rot oder überhaupt eine von den Altparteien wählt. Ganz ehrlich, man kann es nicht nachvollziehen. Dann lieber, ganz ehrlich, wer dann nicht für blau ist, der soll dann irgendwas anderes wählen, aber nicht diese Vollidioten. Also sorry, wirklich. Dann ist ja jetzt dieser Energie- oder Strompreisdeckel fällt weg.
Ja, das heißt, wenn ihr bislang jetzt Maximum 40 Cent bezahlt habt, dann wisst ihr, was dann auf euch zukommt. Wird euch euer Stromanbieter mitgeteilt haben, weil die denken auch nicht im geringsten daran, die Preise wieder zu senken. Nur weil vielleicht irgendwelche Kosten geringer sind oder so. Wo ist das blöde Portal hin? Muss doch hier sein. Nicht jetzt hier gefangen im Winterland oder wie? Oder ist das da direkt vor der Tunneleinfahrt? Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Wo ist das Portal? Houston, ich habe ein Problem. Ich finde das Portal nicht wieder. Portal ist ja die Stelle, wo es immer so unverschämt schneit. Oder ist das hier jetzt dieser zugefrorene See da in der Mitte? Halt, warte mal. Aber warum schneit es hier nicht mehr? Das ist doch voll doof. Da war aber irgendwie ein Trigger gerade. Nehmen wir den, oder? Junge! Ich hab gedacht, ich steck hier fest. So nach dem Motto, die im Balkan kriegen dann, weil kein Weihnachtsgeschenk. Du kommst denn nicht raus. Junge, nee. Unglaublich. Ich hatte übrigens... Aha. Das wäre schön, wenn man hier ein bisschen was sehen könnte. Mal einen ganz, ganz klitzekleinen Abstecher. Hier kommt jetzt keiner. Wenn doch, hat er jetzt Pech gehabt. Ich fahre mal einmal ganz kurz durch den Tunnel, hätte ich bald gesagt, durch den Kreisverkehr. Hier auf den, genau, auf den Parkplatz fahren. So. Mann, was ist das Duster? Bin ich jetzt über das Schild gefahren? Ist dem so? Oder steckt das noch vorm Auto? Das ist in mir drin. Naja, egal. Solange wie es keinen Schaden anrichtet, soll es mir wurscht sein. Bin der Weihnachtsexpress. Ich fahre auf der falschen Seite. Wenn du jetzt weiterfährst, dann kann ich rüber. So, meine Güte, was fahren wir uns hier heute wieder zusammen, wa? Schaltung ist auch irgendwie eingefroren oder Getriebe vielmehr. Kerl, der geht schon aus, wenn du den Rückwärtsgang nur einlegst. Dann fahren wir von hier aus gleich wieder zurück zum Winterland. Von dort aus nochmal in die reale Welt. Eigentlich habe ich... Guck mal, hier stimmt was nicht.
fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe hier eigentlich den Wintermod drin. Den Frosty. Hier liegt aber kein Frost. Da oben schon, aber hier die Straßen sind geräumt. Was ist das denn? Na gut, gehen wir da mal von aus. Ich habe eben doch, klar, auf dem Parkplatz lag der Strom. Und hier komme ich jetzt nicht durch, oder was? Was ist denn das für ein Müll? Alter, ey. Ich werde bald affig hier. Ja, dann hätte er mal vielleicht mal ein paar Meter weiter zurückfahren sollen. Wenn man sieht, dass der Vorgänger sich vertan hat und fährt rückwärts. Aber so weit reicht es ja bei der KI nicht. Ja, da haben wir ein bisschen Stoßstange kaputt. Die fahren ja auch... Nee, die fahren nicht mal so weit, wie es gerade nötig wäre. Feuerwehrpfeifenkopf, ey. Weiß auch nicht, warum das nicht gerade egal ist, durch welche Schranke ich fahre. Was? Wiegestation? Wo soll die denn sein? Hier oder was? Wäre schön, wenn das mal alles ein bisschen besser gekennzeichnet wäre, ne? Aber teilweise ist das echt für den Allerwertesten. Soll das hier die Wiegestation sein oder was ist das? Mann, Mann, Mann. Da willst du mal schnell drei Aufträge erledigen und dann sowas. Hatte so gedacht, ein pro Viertelstunde, aber... Das wird nix. Es sei denn, der Rückweg klappt besser. Ich muss mal sehen, dann, wenn wir da ankommen, welches Portal ich nehme. Ist ja an allen Ecken und Enden aufgehalten. Natürlich wieder eine Schnarchtasche unterwegs. Weiß, eigentlich bin ich zu schnell, aber das ist mir egal. So, rein in den Kreisel. Hier an euch luschen vorbei. Hier wieder raus, ja. So.
sollten gleich irgendwann mal ankommen, hoffe ich. Vielleicht fahren wir dann bei der nächsten Tour mal nach Salzburg oder so. Ich meine, ich weiß, ich will ja nichts sagen, aber bringen diese Kreisverkehre wirklich eine Verbesserung vom Verkehrsfluss? Anders als eine Ampel, passieren dann dort nicht mehr Unfälle als an der Ampel? Klar, auf der einen Seite spart es Energie, das ist schon soweit richtig, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass moderne Ampeln extrem viel Strom verbrauchen. Apropos, ich habe letztens eine Tagung gesehen. Da waren dann auch aber wirklich Experten vom, Umweltamt und so weiter. Auf jeden Fall die, die sich mit Wasser, mit Wetter und dem ganzen Krempel befassen. Und der Mensch dort, der hatte eine Sache. Und da muss ich sagen, da muss ich ihnen zustimmen. Wenn wir uns das ganze Energiegedöns aktuell angucken, diesen ganzen Schwachsinn, der da gemacht wird, weil ja das globale Klima gerettet werden muss. Behaltet mal denn das Wort im Ohr. Globales Klima. Und dieser Experte sagt nun, es gibt überhaupt kein globales Klima. Und er hat dann auch erklärt, warum. Ich habe gesagt, ja, der Mann hat recht. Wir haben Klimazonen. Du hast in Europa ein ganz anderes Klima als beispielsweise in der Sahara oder in Norwegen oder sonst irgendwo. Und er sagt weiter auch, dieses Klima kannst du nicht beeinflussen. Kaltes Wasser zum Beispiel bindet CO2, warmes Wasser gast CO2 aus. Und er hatte Kurven davon, ja, was man ja, die Wissenschaftler nehmen ja Eis aus der Arktis, Antarktis und so weiter. Und da kann man ja eine Menge feststellen, wie das so in den letzten Jahrtausenden, Jahrmillionen gewesen ist. Und die Kurven sind immer gleich. Und er sagt auch jetzt, man könnte jetzt ganz grob sagen, das ist gut, das wird noch ein paar hunderttausend Jahre dauern, aber wir stehen im Grunde genommen kurz vor der nächsten Eiszeit. Und dann gibt es eben diese Wärmeperioden. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Zumal, das haben sie vor Jahren schon gesagt, dass die Erdachse inzwischen einen ganz anderen Winkel zur Sonne hat als vorher. Das ist halt, das Ding ist ja nicht wie aufgespießt. Die trudelt ja. Ne? Das ist ja auch so nicht. Ich habe das mal so mitgenommen. Da gesagt, Mensch, ich erzähle euch das mal. Und sollte man mal drüber nachdenken. Natürlich, wir haben Klimazonen. Das ist ja so. Tropisches Klima, europäisch. Ich weiß gar nicht, welche Klimazonen das im Einzelnen sind. Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist grundsätzlich richtig. Fünf Kilometer noch. Vier. Wo wollen wir das mit dem Zeug denn hin? Auf jeden Fall nehmen wir hier wieder ein Stück Strecke mit, was wir noch nicht gefahren sind. Das ist gut. Drei Fahrten, da kommt ein bisschen was bei rum, glaube ich. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das... Ich habe einen Unfall verursacht. Nein, habe ich nicht. Würde ich niemals machen, schon gar nicht am zweiten Weihnachtstag. Nee, sollte man mal drüber nachdenken, tatsächlich. Und er sagte auch, im Prinzip kannst du machen, was du willst. Du kannst das Klima nicht verändern. Das hat schon immer gemacht, was es will. Und das wird es auch weiterhin tun. Tja, würde ich persönlich tatsächlich auch so sehen.
Ja, das heißt, diesen ganzen Mumpitz, den die sich da herkriegen, das ist. Weil man sieht ja auch, dass es nicht funktioniert. Ganz ehrlich. Letztens noch irgendwo gelesen, auch, da schrieb dann einen auch so ein Besserwisser: Mensch, wir haben überhaupt keine Stromknappheit und so weiter. Ja, warum denn nicht? Weil wir die ganze Scheiße aus dem Ausland gucken. Guck dir die Kurven doch mal an. Wir waren mal größter Exporteur und jetzt sind wir in dem Sinne größter Importeur. Weil wir nichts mehr geschissen kriegen. Ja, Atomkraft weg. Jetzt fangen sie an, wieder den ganzen klima- oder umweltschädlichen Dreck aus den Kohlekraftwerken wieder rauszublasen. Das ist gut. Meine, waren die Grünen nicht mal so für Umweltschutz? Und dann, weißt du, es wird geschrien, der Regenwald darf nicht abgeholzt werden. Den brauchen wir und das ist die Lunge der Erde und unsere Wälder nicht, oder was? Also deutsche Wälder zum Beispiel kann man abholzen, bis auf den letzten Stiel. Das sind solche Idioten da oben, ganz ehrlich. So, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wird eventuell wohl, ich weiß nicht, ob VW das Werk in Zwickau schließt. Da werden wohl E-Autos gebaut. Die laufen auch nicht so, wie sie sollen. Naja, 50.000 für so ein Ding, wer soll sich das leisten, ne? Ist ja mal so. So, pass auf. Auftragsangebot. Wir haben jetzt 10 von 15 externe Aufträge. Wir sind jetzt ja hier. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Weihnachtsauftrag bekommen. Jetzt externe gewählt? Nee, ne? Auftragsangebot, externe Aufträge. Da ist doch einer. Guck mal, Town Square. Auftrag ausführen. Und was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Warum lädt er durch? So, aufladen, beziehungsweise ansatteln, aufsatteln, so sagt man. Und wir benutzen. Und da unten kommen wir, wa? Okay. Wir benutzen das Portal. Mal gucken, ob es da wieder schneit. War schon 23 Minuten wieder weg, das ist unglaublich. Das Tor könnte längst auf sein. Dass man hier immer so eng rum will, ne? Genau. Ihr müsst da mal weg. Sonst habe ich hier keine Chance, vernünftig und cool rauszukommen. So. Ja, ich musste mich mal vordrängeln. Ich habe noch eine Tour vor mir, ich habe keine Zeit, weißt du. Außerdem, Weihnachtsgeschenke sind wichtig. Wir sind sowieso schon beim zweiten Weihnachtstag, also wir sind viel zu spät.
Ja, und dann haben wir noch drei Touren und dann haben wir die Challenge, den Wettbewerb, die Herausforderung geschafft. Dann bin ich gespannt, was es als Belohnung gibt. So. Aber richtig Wumms hat der nicht. Der schaltet ganz komisch irgendwie. Bis dem 10. Du kommst kaum mehr in die Gänge hier, du. Den kannst du jetzt bis 40 ziehen und dann ist Schluss. Jetzt sind wir im 8. Diese Tankstelle überhaupt nicht hin. Ich habe das jetzt echt verwechselt. Ich habe nur den Trigger gesehen. Hab gesagt, bevor du wieder irgendwo landest, wo du nicht hin willst. Du kannst den, das ist der Nachteil, ich weiß aber nicht, ob das grundsätzlich so richtig ist, du kannst ihn nicht richtig hochziehen. Das ist so gesehen dann beim Scania tatsächlich am besten. Man muss es so sagen, wie es ist. Was? Irgendwas habe ich hier mitgenommen. So, und hier muss jetzt gleich irgendwo das Portal sein. Gucken, ob wir das sehen. Ich habe so ein bisschen den blöden Eindruck, dass wir dieses dumme Portal nur zu Gesicht bekommen. Solange wie wir die 5 Orte noch nicht abgegrast haben. Und danach musste echt wie auf dem Parkplatz gucken. Obwohl, warte mal. Hier abstellen und E, kommen wir dann hin, wo wir hinwollen? Ja, das reicht schon. Wie cool. Na, dann fahren wir gleich noch zurück. Kommt das ja doch einigermaßen hin. Weil, seitdem wir nämlich die fünf notwendigen Fahrten weg haben, sehen wir die Portale schlechter. Wir gucken in der nächsten Folge, ob das dann immer noch so ist oder ob das jetzt hier tatsächlich einfach nur ein Grafikbug war. Ist ja möglich, weil 3 Fahrten haben wir ja noch. Die würde ich dann tatsächlich in der Folge für morgen machen. Ja, dann haben wir die Weihnachtsfeiertage fast überstanden. Das nächste, was kommt, ist Silvester. Mal schauen, was uns Silvester selbst erwartet, vor allem hier in Berlin, sprich Sonnenallee. Aber da wurden ja wieder Böllerverbotszonen eingerichtet.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich so ein Honk bin, der da irgendwelche Mülltonnen anzünden will und auf die Straße schmeißen, oder, Entschuldigung, Feuerlöscher auf Rettungsfahrzeuge, dafür brauche ich keine Böller. Da können sie in dem Böllerverbotszone einrichten, wie sie wollen. Das hilft nicht. Ich denke mal, das wird in diesem Jahr da genauso sein, wenn nicht noch schlimmer. Und außerdem, Böllerverbotszone. Glaubst du, das interessiert die? Ein bisschen schnell. Dann nehmen wir von da oben auch gleich wieder eine Fracht mit. Dann müssen wir in der nächsten Folge bringen wir dann eine Fracht rein, nehmen eine raus und bringen eine wieder rein. Und das war dann im Prinzip der Rest, beziehungsweise würde dann noch eine mit rausnehmen wollen wieder. Wo müssen wir denn hin? Achso, ist ja der Platz. Es rutscht immer ein bisschen hier auf dem Schnee. So. Das haben wir auch geschafft. Jetzt müssten wir, keine Ahnung, wie viel der Fahrt wir jetzt haben. Mal schauen. Genau, 11 von 15. Jetzt machen wir noch eine raus. Auftragsangebot, externe Aufträge. Wir wollen, wo wollen wir denn hin? Wir gucken mal, was wir finden. Linz. Windau. Und nach Windau fahren. Rotterdam, Magdeburg, Dortmund, Bilbao, Oslo, Madrid, Klagenfurt, Innsbruck, Uppsala. Pass auf, ich möchte nach Magdeburg. Wir fahren nach Magdeburg, Leute. Da waren wir nämlich in dieser Tour noch nicht. Auftrag ausführen. Jetzt sollte unser Auflieger da stehen und dann hängen wir den Anfahren zurück. Und dann war es das für diese Folge tatsächlich. Locker dann eine Viertel, Dreiviertelstunde weg, würde ich mal behaupten. So, jetzt müssen wir auch das Portal auswählen. Was nehmen wir denn? Wir nehmen das hier. So. Mal gucken. Wie lange wir brauchen. So, genau, hier wird es wieder duster.
Also mir fällt echt auf, dass er das meiste von dieser Weihnachtstour hier im Dunkeln fahren. Echt mal so. Ja, wer auch immer jetzt gerade was von mir will, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erstmal eine Tour machen. Ich habe den Browser nämlich noch im Hintergrund liegen. Na, dann sind wir gleich schon am Portal. Vorne ist es schon. Mann, Mann. Mal gucken, was uns bei Magdeburg so erwartet. Von wegen Kreisverkehre, Stau und solche Geschichten. Ja, dann machen wir in den nächsten 3 Tagen dann jeweils noch, ja, eine Tour, würde ich mal sagen, 1 bis 1,5. Und dann haben wir das Event durch. Ja, es schneit tatsächlich nicht mehr, wenn wir das alles durch haben. Das heißt, hier müssen wir echt gucken, was uns der Trigger sagt. Das ist interessant. Einmal durch nach Magdeburg. Denke ich aber mal davon aus, dass das nach dorthin nicht... nicht so sein wird. Mal gucken, wo wir lang müssen. Ja, okay. Gut, wir werden hier jetzt keine Zollstelle haben. Das ist schon mal von Vorteil auf jeden Fall. Autobahn, da werden wir auch sehr schnell dann am Ziel sein. Ich denke mal, Folgenlänge, ich muss mal eben gucken, 45 Minuten könnte glücken. Wir sind jetzt bei 38. Das könnte hinhauen sogar. Weil hier auf der Autobahn kriegen wir die Kilometer entsprechend schnell runter. Wobei, da vorne geht's runter. Ja, ja. Blitz mich mal, ich hab genug. Ich hab 4,3 Milliarden Euro, weißt du, da interessiert mich das nicht. Jetzt einfach mal rum, wenn was kommt, haben wir Pech gehabt. Ja, und in diesem Sinne sage ich schon mal euch, ich freue mich natürlich über neue Abonnenten. Ich feiere jeden Einzelnen. Freue mich über Däumchen, ob rauf oder runter, ist im Prinzip völlig wurscht. Das bleibt euch überlassen. Wer das Video mag, so macht Däumchen rauf. Wer meint, mir schaden zu wollen, gibt am besten gar keinen, weil auch Däumchen runter wird von YouTube entsprechend getriggert. Es ist einfach eine Reaktion. Und das ist das, was den YouTube-Algorithmus interessiert. Ob rauf oder runter, ist völlig Banane. Wer schaden will, der gibt dann lieber gar keinen Daumen ab. Da habt ihr dann mehr von, so ungefähr.
So, ich habe übrigens Mods entfernt tatsächlich. Natürlich einmal unseren Concept Truck, den habe ich rausgenommen. Dann die Wednesday Lackierung habe ich rausgenommen. Das BDF Pack ist im Augenblick auch draußen aufgrund der grafischen Unfälle, die wir da ja schon ein paar Mal gesehen haben, wo kein Mensch weiß, wo die herkommen. Ist nie der Fall gewesen. Waren jahrelang immer die gleichen Mods. Der Fehler ist nie aufgetaucht. Kein Schimmer, wo das herkommt, dass da so ein BDF-LKW oder so ein Wechselbrückenlaster dann plötzlich einen Auflieger drauf hat. Und das Emergency Pack habe ich rausgeschmissen. Ist zwar soweit okay, dass die damit viel Krakele rankamen, aber mal davon ab, die Sounds passen nicht so ganz. Das könnte man noch verstehen, aber diese, was mich ganz besonders nervt bei diesen Polizeifahrzeugen, zum Beispiel dieser Sportauspuff. Weißt du, da hast du die letzte Ronte als Polizeifahrzeug, aber du hast einen dicken Sportauspuff drunter, als würdest du ein Lambo fahren. Und das ist so eine Geschichte. Weißt du, wenn das Auto dazu passt, okay, aber so, nein. Also der ist auch raus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier wahrscheinlich nicht so intelligent rumkommen. Gut, okay, es geht, man kann damit jetzt leben. Dann würde ich hier dann für die nächste Tour schon die neue Fracht an den Start holen, die wir dann rüberfahren in der nächsten Folge, also morgen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder dabei seid, und in diesem Sinne sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis morgen. Tschüss.